Guten Tag, Marco Roth hier, mxcoach.de. Im heutigen Video geht es darum, wie ihr eure Körperposition auf dem Motorrad verbessern könnt. Viel Spaß dabei! Und auf dem Motorrad wollen wir verbessern. Ich will euch zeigen, wie ihr eure Position verbessert, dass die Ellenbogen nicht runterklappen, dass ihr nicht so furchtbar auf dem Motorrad hockt, sondern dass ihr mit der richtigen Position drauf sitzt, dadurch das Motorrad besser steuern könnt, besser auf Sachen von außen reagieren könnt und natürlich effizient mit so wenig wie möglich Kraft arbeiten könnt. Ich habe euch die ganzen Grundlagen jetzt gezeigt in den anderen Videos. Denkt immer dran am Anfang, bis ihr ein Gefühl habt, nehmt den Holzstab, damit ihr kontrollieren könnt, ob ihr die richtige Position habt. Wenn ihr das Gefühl habt, es passt, ruhig zwischendurch immer mal wieder mit dem Holzstab kontrollieren, ob es noch passt. Aber wenn ihr jetzt die ersten Übungen schon gut beherrscht und stabil seid, dann bewegen wir uns jetzt in die nächste Dimension. Wir haben ja angefangen in der ersten Dimension. Die erste Dimension war unsere Kniebeuge hier. Zweite Dimension waren unsere Schwungübungen mit Gewichten. Und jetzt bauen wir noch eine dritte Komponente ein, um so nah wie möglich und so funktionell wie möglich fürs Motocrossfahren zu trainieren. Dafür schaffen wir uns einfach nochmal eine ganz wackelige Unterlage und da nehmen wir wieder den sogenannten Boseball und den Boseball, mit dem können wir dann im Prinzip das gleiche machen, was wir ohne den Boseball gemacht haben. Also sprich, was wir jetzt machen können, ist auch wieder unsere Kniebeuge. Jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir wirklich so, okay, alles positioniert, aufrechte Haltung und jetzt runtergehen, tief gehen, hoch. Ich habe schon mal die Gewichte mitgenommen. Jetzt können wir auch hier mit der Schwungübung arbeiten und ihr seht schon, jetzt wird es richtig knackig, jetzt muss alles passen, alles stabil sein und dann kann ich hier sauber arbeiten. Und das Ganze kann ich natürlich dann steigern, indem ich dann nur mit einer Scheibe arbeite, wieder aufgepasst, wieder hier einziehen, anspannen, Schultern hinten runter und ab geht's. Ich kann das Ganze auch tauschen, links, rechts, links, rechts und dann hier an dem Punkt wird es jetzt richtig anstrengend, aber wie gesagt, die Herausforderung ist immer, Bauchnabel ist eingezogen, Hintern angespannt, Schultern hinten unten, dass wir hier in dieser Körperposition uns bewegen. Schaut, dass ihr die Übungen wirklich nur macht, wenn ihr sie stabilisieren könnt. Sonst einen Schritt zurück, Holzstab nehmen, nochmal kontrollieren, immer wieder kontrollieren, ob alles passt, ob die Haltung passt und dann erst wieder den Schritt nach vorne wagen. Es ist brutal herausfordernd, wenn man es versucht, so gut und richtig wie möglich zu machen. Das sollte euer Ziel sein. Aber langfristig das Einzigste und Sinnvollste, was ihr machen könnt, um auf dem Motorrad in eine perfekte Körperposition zu kommen und ein perfektes und
mega gutes Körpergefühl zu entwickeln. Testet die Übungen, trainiert die Übungen und denkt dran, trainiert immer, immer, immer. Erst smart, dann hart.